würde ich sagen, riecht er nach Paladin. So lieb hätte ich euch jetzt gar nicht eingeschätzt. Das muss der Kämmen mit sich bringen. Normalerweise drehen mir die Leute meistens Scheiße an, wenn ich das mal so sachlich sagen darf. Aber diesmal Paladin. Wobei, da waren jetzt eigentlich alle Klassen gut. Also Paladin und Priester sind sehr gut. Also Paladin ist sehr, sehr gut. Priester ist gut. Und Warrior mag ich eigentlich auch sehr gern. Ich habe damit sehr oft gute Runs. Ich glaube, statistisch ist der Warrior wohl die schlechteste Klasse. Aber nee, Kel'Thuzad auf gar keinen Fall. Kel'Thuzad. Gute Nacht. Gute Nacht, Kemlin. Kel'Thuzad kann nicht das beste Legendary sein, in dem Sinne, als dass Kel'Thuzad sehr, sehr schlecht sein kann. Nämlich, wenn du kein Board hast, ist Kel'Thuzad unglaublich schlecht. Wenn du ein super Board hast, ist Kel'Thuzad natürlich der absolute Brüller. Es ist aber keine Karte, die dich so richtig aus der Scheiße ziehen kann. So wie Ragnaros. Das kann eine Karte sein, du bist hoffnungslos hinten. Ist natürlich selten, ja, aber die kann dich wieder ins Spiel zurückbringen. Genauso wie Deathwing. Gibt halt so ein paar Karten, die können einfach was reißen. Und es gibt Karten, die sind okay. Okay, du sagst, ist extrem gut oder extrem schlecht. Der ist sehr picky. Clockwork Knight im Mech-Mage. Ich muss ehrlich sagen, den Clockwork Knight, den kenne ich jetzt. Ach, das ist der 5 Mana 5-5 Gif Mech plus 1 plus 1. Ist nicht stark genug. Nicht stark genug für 5 Mana, als dass dieses plus 1, dieser Buff, das rechtfertigt. Alexstrasza und den Nefarian, den Mage als Arena. Da würde ich Nefarian nehmen. Warum? Du kriegst zwei Spells, das heißt, du kriegst zwei Karten mehr und das Potenzial, was du da rausholen kannst, ist sehr, sehr stark. Und in der Arena ist Alexstrasza oft auch nur eine gute Karte. Nein, nicht Piki. Piki. Okay. Ciao, Camlin. Danke, danke. Ja, für die neuen Leute, die jetzt zum ersten Mal hier zugucken, ich mache die Arena-Picks immer sehr liebevoll, sehr ausführlich, sehr langsam. Und die Arena-Picks können auch schon mal ein bisschen länger dauern. Und ihr könnt gerne Fragen stellen, wenn ihr Fragen habt. Läuft das. Bloodfang Raptor, Evil Heckler oder Stone Splinter Trog. Den Stone Splinter Trog auf hohem Niveau nicht, weil das ist eine solide Karte. Der Raptor ist super, der Evil Heckler ist auch gut. Ich glaube, ich würde wahrscheinlich den Raptor nehmen. Hallo Küchenmonster. Okay. Drei interessante Karten. Ich versuche gerade im Hinblick auf die neue Edition auch nochmal neuen Karten eine Chance zu geben. Manche Karten sind ja auf dem Papier besonders gut. Man nimmt sie sowieso, da sind sie besonders schlecht. Ich möchte ihnen aber trotzdem mal eine Chance geben, so denn die anderen Karten jetzt nicht richtig gut sind. Okay, also wir haben hier auf jeden Fall mit dem Knife Jugger eine super solide, gute Karte. Wir haben 2-Mana-3-2er. Das ist genau das, was wir haben wollen. Und ja, mit noch einem coolen Effekt, super Ding. Light Champion, ähnlich gut. Ich habe einen 3-Mana-4-3er, sind absolute Standard-Stats, richtig ordentlich. Noch ein bisschen besser wäre 3-Mana-3-4, wie zum Beispiel der Spider-Tank, weil ab 3 Mana möchte ich lieber immer mehr Health haben als Attack. Der Effekt von Light Champion, den lasse ich jetzt mal wirklich außen vor. Also, dass wir den in der Arena einsetzen können, es ist aber einfach. Ayuka, ich wünsche dir eine gute Nacht, bis morgen. Aber wir haben einfach einen 3-Mana-4-3er, der ist absolut solide. Der Fencing Coach, ich mag den nicht. Hat sehr schlechte Stats mit 3-Mana-2-2 und Next Time ist unsere Hero Power 2 weniger. Das heißt, vermutlich wird es so sein, dass wir für 3 Mana die Hero Power nutzen können und einen 2-2er machen können. Ja, das ist vom Grundsatz her gar nicht so schlecht, weil ich für 1 Mana einen 2-2er bekomme. Aber ist das wirklich so geil? Für 1 Mana einen 2-2er und ich bin committed, meine Heldenfähigkeit machen zu müssen, weil sonst bringt der ja gar nichts. Ist einfach zu schwach, besonders am Anfang. Ich kann das Ding ja am Anfang überhaupt nicht spielen. Hallo Glimax. Nacht Nixel, bis bald. Von daher würde ich von dem Fencing Coach auf jeden Fall absehen. Light Champion ist gut, Knife Juggler ist noch ein bisschen besser. Rolling oder Ragnaros in der Arena. Ich habe den Nefarian Dr. Boom schon. Ich frage erneut, was kriegt ihr immer für Arena-Picks? Das ist einfach erschreckend. Okay, du hast Nefarian. Hä? Du hast Nefarian und Dr. Boom schon. Und jetzt noch was. Würde ich Ragnaros nehmen. Würde ich Ragnaros nehmen. Rune ist auch cool, aber ich denke, du hast keine Synergie. Und ich denke, der Ragnaros ist einfach prima.
Wisp ist indiskutabler Mist. Ich habe 0 Mana 1-1er, sprich ich kriege ein Minion kostenlos, aber ich kann dafür keine Karte bezahlen für ein 1-1er. Der Silverback Patriarch ist ähnlich gruselig. 3 Mana 1-4. 3 Mana 1-4er sind immer super schlecht, mal abgesehen vom Demolisher, der ist ganz okay. Aber 3 Mana 1-4er haben keine gute Stat-Verteilung. Ich kriege für 3 Mana nur 5 Punkte und die Verteilung mit einem Attack ist einfach viel zu schlecht. Das Ding killt zu wenig. Schund. Alakir ist sehr ordentlich, insbesondere mit Rockbiter Weapon. Avenge, Hammer of Wrath oder Haunted Creeper? Avenge nicht. Haunted Creeper ist ein sehr guter Zweier-Drop. Hammer of Wrath ist auch sehr prima. Ja, Nixel, ich streame später wieder, das ist korrekt. Hallo, Chucks. Und der Zombie-Chow, der ist jetzt nicht nur hier die Grippe unter Pest und Cholera. Nein, der Zombie-Chow ist der Brüller. Tu peux parler français. Nur wenn ihr böse seid, rede ich Französisch. Dann, ne? Rufe ich euch zur Ordnung. Der Zombie-Chow ist super. Ist der beste Einer-Drop im Spiel, beziehungsweise der zweitbeste, wenn man den Flame-Imp dazu nimmt. Der ist aber eben nur vom Warlock. Also als neutrale Karte ist der definitiv richtig fett. Den möchte man immer gerne einmal, höchstens zweimal haben. Okay, hier ist auch wieder sehr schön. Wir haben hier den Gold-Heinz, nimmst du Heinz, gewinnst du Keins, ein Mana 1-2, wird von jedem 2-3er, von jedem 3-2er gekillt, der größte Mist. Da hilft uns das Taunt auch nicht. Die Eule, sage ich immer, ist im Mittel meistens nur 2 Mana Silence a Minion, weil mit dem 2-1er-Ding kannst du herzlich wenig anfangen. Der Yeti, 4 Mana, 9 Startpunkte, bestmöglich verteilt, richtig gutes Ding, ja, Yeti ist super. Genauso geil wie der Pitlord, genauso gut wie der Ogre, richtig starke Dinge. Aber da komme ich dann zu, wenn wir dann dazu kommen. Ein Party-Minion, ja, es ist ein Party-Minion. Da komme ich dann auch nochmal zu. Oh Gott, mittlerweile sind viel zu viele Insider bekannt. Okay, ich habe 3 gute Karten wieder, jede für sich. Ich habe einen Flame-Juggler, solides 2-Mana 2-3er-Minion mit einem Effekt, der oft okay ist, ab und zu völlig nutzlos und ab und zu mega fett. Wenn der Gegner zum Beispiel Worgen Infiltrator oder ein anderes 1-Maler 2-1er Minion spielt und ihr könnt den auf 2 spielen und trefft den, ist das mega geil. Der Evil Heckler ist prima. Ich habe ein umgedrehtes Yeti, was deutlich schlechter ist als ein Yeti. Dafür habe ich aber Taunt. Der ist wirklich echt in Ordnung. Vorher war der Booty Bay Bodyguard die gleiche Karte mit 1-Maler teurer, totaler Mist. Und der Evil Heckler ist echt prima. Der Atemkommander ist richtig fett, weil der Effekt ist so stark, das sind genau die Karten, die wir haben wollen mit dem Paladin, die am Ende des Tages Spiele gewinnen. Ich spiele zum Beispiel auf 1 einen Zombie-Chow, Gegner spielt einen 3-2er, ich spiele einen Atemkommander auf meinen Zombie-Chow und trade. Peng. Bin ich meilenweit vorne und den wollen wir immer gerne haben. Ich habe einen Zombie-Chow und 2 eventuelle. Ja, also 2 Zombie-Chows sind völlig gut. Aber nicht 3. Das wird dann nervig. Hier ist wieder ein Vertreter der Zunft. 3 Mana 1-4. Immer noch schlecht, wollen wir immer noch nicht haben. Kann immer noch kacken gehen. Ironforge Rifleman ist auch sehr schlecht. Wir haben eine 3-Mana 2-2er Karte, die super schlecht ist. Der Effekt ist okay, aber ich sage ja immer, selbst wenn der 2-Mana kosten würde, wäre er noch nicht richtig gut. Das wollen wir einfach nicht haben, das Ding. Und das Blessing of Wisdom ist hier mit Abstand die beste Karte. Ich kann im schlimmsten Falle für 1-Mana die Karte cyclen gegen eine neue Karte. Ich kann damit aber eventuell, wenn ich Glück habe, sogar 2 Karten ziehen, wenn ich auf meinem Minion spiele. Oder damit ein gegnerisches Minion vom Angreifen abhalten. Dragon Consort ist ein solides 5-Mana, 5-5er Minion. Die Drachensynergie werden wir wohl nicht wirklich ausnutzen können. Vielleicht kriegen wir noch 1-2 Drachen in der Arena. Das kann durchaus passieren. Der Mana Bomber ist unterm Strich nicht so geil. Ich zahle 4 Mana für ein umgedrehtes Yeti, was schon nicht so geil ist. 1 Mana extra für diesen extremst random Effekt. Wenn der Gegner das Board voll hat, dann kann er, wir nix, dann kann er mit Bomber ganz okay sein.
aber meistens wird der Mad Bomber dann auch nicht mehr wirklich was bringen. Von daher nehme ich hier den nächsten Knife Juggler. Einfach super. Wieder ein solides Minion, den kann man gar nicht oft genug haben. Das ist ein absolutes Gourmet-Zweier-Minion. Chromhammer, danke fürs Follow. Was sind denn die Schimmelkinder? Okay. Der Tinker Toll Technician ist ein solides Minion. Ich habe für 3 Mana einen 3-3er. Wenn der Effekt hier proggt, ist der mega gut. Mega, mega, mega gut. Pure Crasher, danke auch dir. So. Wir haben noch keinen Mech. Das ist schade, aber wir sind ja auch erst bei Karte 6. Seal of Champions ist okay. Ist ein Blessing of Might und ein Hand of Protection in einem, ist aber ein bisschen zu teuer. Die Karte ist okay, weil wir werden mit der Karte, die Karte, die es kostet, immer wieder rausbekommen. Aber, ja, das ist einfach mir zu teuer. Chipscan ist sehr solide. Ich habe einen 2-Mana, 2-3er mit einem Effekt, der wahrscheinlich nicht viel bringt. Aber ich denke, ich nehme hier den Tinker Town Technician, hoffe noch auf ein bisschen Max-Synergie, weil er eben sehr stark ist. Ian, ich mache ab und zu mal Viewer-Games. Jetzt nicht. Hallo, relativ kreativ. Ist der unkreativ eigentlich da? Ja, nicht vorhin da. Ne, unkreativ ist er im Bett. El Kakbun. Danke fürs Follow. Pandori, danke auch dir. Elden Archer ist auch sehr schlecht. Ein Mana 1-1. Es ist eine absolute Notkarte. Es gibt noch schlimmere. Guardian of Kings ist super. Das sind im Prinzip immer genau die Sachen, die ich gerne hätte beim Paladin. Hardy, danke auch dir. Ich hätte gerne einen Guardian of Kings, einen Stormwind Champion und einen Wargolem-Frosttank-Max. Das sind so die coolen Late Game Minions, die wir haben wollen. Jetzt ist die Frage, lassen wir den Murloc Knight liegen, der in der Arena wirklich gut ist. Ja, weil wir einfach ein kostenloses Minion bekommen, wenn wir inspiren. Und das ist einfach super gut. Ich glaube, ich würde den jetzt einfach mal ausprobieren, weil wir den, glaube ich, auch noch nicht in der Arena hatten. Pete der Panda, danke fürs Folgen. Absolut bester Mann kann man auch gut werden ohne Pay to Win. Es ist halt, ich sage ja immer, das Spiel vereint zwei Komponenten, die halt ein bisschen krass sind, was Geld ausgeben bzw. Zeit investieren betrifft. Nämlich einmal ist es Free-to-Play und zum zweiten ist es ein Sammelkartenspiel. Wie der Name Sammelkartenspiel schon sagt, man muss Karten sammeln, man kann eben nicht 50 Euro bezahlen und hat dann eben alle Karten, wie beim normalen Computerspiel. Und ich finde das ehrlich gesagt auch völlig in Ordnung so. Es ist, glaube ich, wenn man vorher keine Trading-Card-Games gespielt hat, wie Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon, dann ist das schon ganz schön krass und teuer. Für mich ist das ein Witz, weil ich habe früher Magic gespielt und das war deutlich teurer mit Lotus und Moxen und so weiter, falls es irgendwie was sagt. Aber ich kann verstehen, dass für viele das trotzdem sehr teuer ist. Und die Zeit investieren, die muss man natürlich auch erstmal haben, das ist klar. Ja, ich bin gespannt, Scorp. Ich habe ihn ja auch jetzt genommen. Ich bin froh, der ist cool. Hallo Tristan, ich grüße dich. Holy Light ist okay. Die Karte ist eigentlich 6 Leben, nimmt man immer gerne, aber wir wollen dafür keine Karte bezahlen. Wir wollen einfach diesen, wie hieß er gerade? Der das eingebaut hat. Nicht Blessing of Kings. Wie heißt der Kingsman? Wie heißt denn der? Der 7-Mana, 5-6er. Könnt ihr mir gerade mal bitte helfen? Ihr müsst mich unterstützen. Naja, kommen wir gleich zu. Auf jeden Fall, ja, danke, Guild. Guilty, dankeschön. Der Guardian of Kings. Das ist eben genau diese Karte, die wir haben wollen. Deshalb wollen wir auch keine Hand of Protection haben, sondern Archer Protector. Und der Minion und das Ding eben in einmal ist. Davon gibt es sehr viele bei Smooth. Danke fürs Followen. Dafür gibt es bei Hearthstone sehr viele Karten. Und das ist auch so ein Beispiel dafür. Der Landscarrier ist echt okay. Wir hatten den schon mal ein, zwei Mal in der Arena. Und er macht eben einen permanenten Buff, was meist nicht so viel bringt, weil oft reicht der. Der Buff für die Runde, aber es ist eine ordentliche Karte. Argent Protector, KWNLL. KWNLL heißt, können wir nicht liegen lassen. Und das ist halt einfach eine von den Karten, die kannst du halt nicht liegen lassen. So wie ein Yeti, das sind halt super Dinger, die müssen wir unbedingt haben. Okay, Holy Wrath ist schlecht.
Wie teuer darf es sein, eine Karte zu ziehen? Sagen wir mal so ungefähr 1,5 Mana, allerhöchstens. Also zahlen wir 3,5 Mana für irgendwelchen random Damage. Wie teuer ist unser Deck im Schnitt? Vielleicht 3, irgendwas? Schund. Die Karte ist einfach zu teuer für zu random, super schlecht. Wenn man nun wirklich gar nichts Besseres hat, kann man die nehmen, aber wir haben ja was Besseres. Sehr gut, Smooth, dann freue ich mich ja. Faceless, Garrison, Commander oder Master of Ceremonies? Ich denke, ich würde den Faceless nehmen, der hat das meiste Potenzial. Der Garrison Commander ist okay, so, ist okay. Aber ich denke, der Faceless ist noch ein Tacken geiler. Hallo Schranzi, ich grüße dich. Gut. Holy Wrath, Schund. Wrat, ich sage Wrat. Holy Wrath, scheiße. Jeeves, super scheiße. 4 Mana, 1-4, absolute Katastrophe. Ein Effekt, der eigentlich völlig für den Arsch ist. Den wir eventuell gar nicht spielen können, weil der Gegner keine Karten hat und wir zwei. Dann kannst du das Ding einfach nicht spielen. Was soll diese Karten? Ich hasse Arena-Karten, die dem Gegner genau das gleiche bringen wie mir selber. Skit, Dankeschön fürs Followen. Wie zum Beispiel Coldlight Oracle. So, das ist die schlimmste Karte aller Zeiten. Die hat grauenhafte Stats. Der Gegner hat eventuell viel mehr davon als wir selber. Schund. Kesan Mystic, super. Man trifft auf sehr viele Mages in der Arena. Die Karte kriegt fast immer Value. Im schlimmsten Falle zahle ich 3 Mana für einen 4-3er und 1 Mana für einen potenziell sehr starken Effekt. Absolut top. Das ist richtig gut. Danke fürs Followen, Guilty. Haris, du musst mir schon ein bisschen verzeihen, wenn 500 Leute da sind, da kann schon mal etwas durch die Lappen gehen. Was hast du denn geschrieben, Haris? Ich sehe es noch nicht mal. Vertan, sprach der Hahn und stieg von der Ente. Elivira, danke auch dir fürs Followen. Okay. Der Wolfsreiter ist unterm Strich 3 Mana 3-3. Nicht mehr, nicht weniger. Peng. Jungle Panther ist im Prinzip sehr ähnlich, ich habe aber eher 3 Mana, 4 Schaden. Dafür muss das Ding eine Runde überleben, was meist passiert. Der Bunker-Lutent ist mega gut. Absolut 2 Mana, 3-2 sind die absoluten Super-Minions, die wollen wir immer gerne haben. Und ich kann den halt, wenn der Gegner einen 2-3er draußen hat, direkt zum 3-3er machen, was richtig stark sein kann. Mageta, danke auch dir. Bunker-Lutent, top. Baumgott, danke fürs Followen. Ich höre gerade aus der Regie, der Nightboard ist aus. Moment, ich schalte ihn wieder an. Ich weiß nicht warum. Warum ist der Nightboard aus? Ich habe ihn nicht ausgemacht. Danke fürs Followen. Ah, so, da ist er wieder. Rare Loot, danke auch dir fürs Folgen. Dragon Priest ist cool, Rare Loot. Ich habe den intensiv gespielt am Donnerstag und Freitag. Und ja, ab morgen testen wir wieder ein paar neue Decks. Zedo, danke auch tiefes Freund. Entschuldigung, jetzt geht's aber weiter. Okay. Seed of Light. Achso, Null, ich hatte noch gefragt, was ist mit der Stuhlliste? Sind wir bei der Stuhlliste jetzt im Moment mal mittlerweile 5 Leute schon drauf? Yakuza, danke auch dir. Seed of Light ist eine okay Karte. Ich kann mich ein bisschen healen, ich kann aber immerhin damit einen 3-2er killen. Oder irgendwo 2 Schaden machen, die mir irgendwo noch fehlen. Die Karte ist meist echt in Ordnung. Im Constructed. Ich mag die Karte. Ich habe sie ja einmal im Constructor drin und wie viele mir schon berichtet haben, die Karte ist... Also, wie viele mir schon berichtet haben, haben einige die Karte für gut befunden. Was mich sehr gefreut hat, weil ich finde die Karte richtig fett und ja, ich will die auch... Ich packe die da auch nicht mehr raus. Der Ogre-Magier ist die absolute Standardkarte. Ich sage immer, das ist der Max Mustermann für die Arena. Ich habe einen 4-Mana, 4-4er mit einem Effekt, der... Das ist ein Effekt, der für uns ist, aber wir werden ihn in den seltensten Fällen benutzen können. Es ist einfach völlig okay. Schilde Minibot hingegen ist eigentlich immer KWNLL. Das ist das absolute Super Zweier Minion, das willst du immer haben.
Gut, Alarmobot ist totaler Bums, 3 Mana 0-3, Effekt ist quasi nicht zu gebrauchen, der hat dann ja auch nochmal Einsatzverzögerung, so hieß es zumindest in Magic, es gibt für dieses Wort bei Hearthstone keinen Begriff, deshalb nenne ich es Einsatzverzögerung. Die Emperor Cobra ist okay, die hat schlechte Stats mit 3 Mana 2-3, die dürfte eigentlich nur 2 kosten, aber der Effekt ist so stark, dass er das Mana eigentlich rechtfertigt. Sunwalker ist super. Ich habe einen Yeti, bezahle 1 Mana fürs Taunt, ein Mana fürs Divine Shield und insgesamt habe ich eine sehr schöne Mischung. Sunwalker. Thumbs up. Gut. Voodoo Doktor. Ein Mana 2-1, totaler Mist. Ein Mana 2-1 sind meist Mist. Wenn wir mal auf ein gutes treffen, werde ich mich melden. Der ist es auf jeden Fall hier nicht. Humility ist genauso. Wir haben wieder eine Karte, die wir eigentlich lieber 2 in 1 haben möchten. Aikanto, vielen Dank für deine Spende. Wird morgen eingetragen, natürlich unten. Ist ja wohl klar. Also Ende des Monats, ne? Übermorgen. Also am. Wann ist denn der erste? Heute ist Montag, Dienstag. Dienstag ist die Verlosung von dem. Vom Original Basteltante-Shirt und vom Card Protector, den ich bei der WSOP benutzt habe. Humility ist. Der Effekt ist super, aber wir brauchen den Aldor Peacekeeper, der wieder 2 in 1 ist. Wir können dafür keine Karte verwenden, weil wir die Karte halt auch erstmal wieder rausholen müssen. Und der Argent Protector? Ich meine, nur Argent Protectoren auf 2 ist auch nicht gut, aber das ist schon Körperverletzung. Der Start ist schon fast hier rausgesucht. Also, wenn man sich wünschen dürfte, was man haben will, dann würde man sagen: Ja, Knife Juggler, Shielded Minibots und Argent Protectoren. Das ist super. Okay, hier haben wir wieder totalen Bums, 3 Mana 1-2. Ist auch egal, wie die Karte heißt. Ob es eine Gnome Regen Infanterie ist, ob es der komische Affe ist, ob es die Flying Machine ist, die sind alle totaler Käse. Der Akolyt. Der Akolyt ist meist überbewertet. Er ist okay, er zieht meist nur eine Karte. Der Blackwing Corruptor ist quasi hier gar nicht wirklich zu gebrauchen. Aber wir haben noch keinen einzigen Drachen. Und wenn wir keinen Drachen, wenn wir keinen Drachen haben, dann ist er nur 5 Mana 5-4. Und ein 4 Mana 5-4er ist schon nicht so gut. Aber ein 5 Mana 5-4er ist sehr, sehr schlecht. Deshalb nehmen wir den Akolyten. Ich pucke überhaupt nicht mehr, Luda. Ich pucke überhaupt eigentlich nicht mehr. Ich glaube, ich kann es noch relativ gut. Aber ich mache es eigentlich nicht mehr. So, sonst würde ich es auch mal streamen. Aber da gibt es viel bessere Leute, die viel besser pucken können als ich. Ist der Schuh irgendwie besonders? Der Link führt ja nur auf die normale Homepage. Ja, ich möchte mir einen komplett im Basteltante-Look designen lassen. Also wie von Cloud 9. Habe ich mir gedacht, ja, Cloud 9, wer ist Cloud 9? Ich will einen Basteltante-Stuhl haben. Haben die gesagt, ja klar, kannst du haben, musst du 25 Stück nehmen. Und dann habe ich mir gedacht, gut, dann gibt das nichts. Habe das hier im Stream erzählt. Und dann haben Leute gesagt, will ich haben. Und dann habe ich gesagt, okay, dann werde ich jetzt nochmal einen Monat Werbung dafür machen. Ich kriege da ja nichts für. Also ich will halt so einen richtig geilen Basteltante-Stuhl haben. Hier mit so einem gestickten Basteltante-Logo, coole Farben und so würde ich halt dann designen. Aber dafür braucht man halt 25 Leute. Und 25 Leute kriegt man halt nicht zusammen, weil der Stuhl halt auch ziemlich teuer ist. Aber wie gesagt, wenn, es gibt eine Liste, auf die ihr euch draufschreiben könnt. Und wenn ihr Interesse an dem Stuhl habt, dann löppt das. So. Ja. Hier ist doch ein schöner Vorführeffekt wieder. Also Repentance ist indiskutabler Käse. Die Karte ist einfach in den meisten Fällen viel zu schlecht. Der Lance Carrier hatte ich schon vorhin gesagt, dass der in Ordnung ist, obwohl er halt 2 Mana 1-2 ist, sehr schlecht, aber ist schon okay. Und die Dancing Swords, ja, wie ihr gerade schon gesehen habt, die Dancing Swords ist so eine gruselige Karte, die war mir doch glatt ein Emote wert. Jetzt ist die Frage, ehrt man damit die Dancing Swords nicht? Nein, man macht sie damit nochmal extra nieder. Das ist einfach die schlimmste Karte, die es gibt. 3 Mana für 4-4 sind super Stats. Aber dass der Gegner eine Karte zieht, ist so ein krasser Nachteil. Das rechtfertigt auf gar keinen Fall, dass sie fast immer 1-2 tauschen. Ich sag's auch manchmal ganz lustig, also würde ich auch machen, ja. Dass ich auf jeden Fall Wisp eher nehmen würde als Dancing Swords. Das ist auch so. Aber man muss ehrlicherweise sagen, dass die Dancing Swords eben auch 0-1 tauschen. Also ich investiere eine Karte und kriege 0 dafür raus. Und da ist es, ich investiere 2 Karten und bekommen meist nur eine dafür raus.
Aber ich sage ja immer, wenn ich schon eine Dreckskarte ins Deck nehme, dann lieber eine, die 0 kostet, als eine, die 3 kostet. So mein Gedankengang dahinter. Hier nehmen wir den Lens Carrier, weil, ja, die anderen sind halt Dreck. Humpapa, ich weiß nicht, wie viel wir schon haben. Was sagt mein Nudel? Ne, Nudel sagt nichts. Wenn Nudel nichts sagt, dann weiß ich es auch nicht. Affe, danke fürs Followen. Ich drücke mal eben F5. Ja, wenn man das den Lens Carrier auf die Weinschilds machen kann, ist der natürlich absolut dumm. 3980 Follower, unfassbar. Also Maid of the Lake ist wirklich prima. Ich hatte die Karte jetzt auch schon ein paar Mal in der Arena und ist echt ordentlich. Der Quali Raider ist auch nicht schlecht. Auch den hatten wir jetzt zweimal. Klar, 5 Mana 4-4 ist nicht gut. Wenn ich aber direkt den mit in Zweier spielen kann, ist der echt super. Tja. Ich glaube, ich nehme noch einen Murloc Knight. Ehrlich gesagt. Wenn ihr sagt, der ist auch so geil. Ich habe den in der Arena noch nicht gehabt. Well Craig, danke fürs Follow. Von daher finde ich es eigentlich... Ja, sehr gut. Bei Follower mache ich keine Sound. Das wäre, glaube ich, zu aufwendig. Dann followt nachher keiner mehr. Zwerg, danke auch dir fürs Followen. Ich nenne euch ja. Ne, das ist eigentlich noch viel mehr wert. Gut. Der Sylvan Regent ist echt okay. Ich habe zwar nur einen normalen 3-3er, aber mit einem echt coolen Effekt. Chicken, danke fürs Followen. Silver Knight gegen Venture Co. Ich mag den Silver Regent, ich finde den echt nicht schlecht, aber ich glaube, ich möchte hier einen soliden 5er Drop haben. Wir haben noch keinen 5er und das ist ganz prima. Der Venture Co ist super. Ich mag den Silver Knight einfach, weil er so super solide ist. Das ist so eine richtig solide Karte, die nie wirklich schlecht ist. Man kann auch absolut den Venture Co hier nehmen. Ich persönlich mag den Silver Knight sehr gerne. Pete, danke fürs Follow. Ich hab mir Gedanken gemacht, Tristan. Ich bin noch zu keinem Ergebnis gekommen. Ramsa, danke fürs Follow. Okidoki, also, Ned Pagel ist keine gute Karte in der Arena. Also, der ist ja auch im Constructed keine gute Karte mehr. Stockbrot, dankeschön. Aber jetzt ist er noch schlechter und in der Arena ist er sowieso unbrauchbar. Er hat mal am Ende des Zuges die Karte gezogen, ist aber schon lange her, über ein Jahr. Pfandvogel, danke auch dir. Hogger ist eine gute Karte. Gibt's. Ist sehr solide. Problem ist, auch in der Arena ist der 4-4er manchmal leicht zu removen. Und Alexstrasza nehme ich jetzt hier, weil der Effekt ordentlich ist. Und vor allen Dingen habe ich ein dickes Late Game Minion. Und genau das fehlt uns im Moment noch in dem Deck. Und deswegen nehmen wir Alexstrasza. Wailing Soul ist Käse. Ich habe einen 3-Mana 3-5er, was absolute Standardstats sind. Sehr solide. Ja, die sind auch gut verteilt. Chalilo, danke fürs Follow. Aber die hat einen nervigen Effekt. Ich sage immer, dass der Effekt so oft uns hilft, wie er uns nervt. Also im Schnitt ist die Karte 4-Mana 3-5. So würde ich die Karte betrachten in der Arena. Also okay. Maki Kids, danke fürs Follow. Bankstars, danke auch dir. Ah, hallo Tittenbonus, doch, ich kann mich noch an dich erinnern. Ah, du warst lange nicht mehr da, das stimmt. Aber manche gucken ja auch nur zu und sind dann nicht im Chat aktiv. Von daher kann ich jeden immer wissen, der wann wie wo kommt. Just relax, danke fürs Follow. Und danke Javierix. Der Ravenhold Assassin ist nicht gut. Ich habe einen 7-Mana, 7-5er. Der überlebt Flamestrike, der überlebt Flamecan. Aber unterm Strich ist er einfach nicht so gut. Der macht für 7 Mana einmalig 7 Schaden und dann hat er seine Arbeit getan. Sir Jesus, danke fürs Folgen. Der Competitive Spirit, den finde ich echt ganz prima. Die Frage, die wir uns stellen müssen, wie viel, ich komme noch, Jiggerman, ich komme noch komplett hinterher. Low Jane ist kein Beschiss, oder? Sind die Leute echt? Ich guck mal eben nach. Oh scheiße, ich glaube, das ist wieder ein Bot. Call me Ziggy, ich guck mal eben. Ja, ich glaube, das ist wieder irgendein Scheiß. Naja. Ist ja immer das Gleiche.
Ach Gott, passiert aber selten so. Aber wenn jemand echt followt, ne, dann schreibt mir das kurz im Chat, dann bekommt ihr noch ein extra Mentioning. Aber da sage ich jetzt gerade nichts mehr zu. Okay, Competitive Spirit. Wie viele Minions muss das Ding buffen, damit die Karte cool ist? Eigentlich eins reicht nicht, weil für ein Mana plus eins ist okay, aber wir wollen nicht für ein Mana plus eins und eben dafür eine Karte zahlen. Das heißt, wir sollten schon mindestens zwei haben, am besten aber drei. Dann ist das Ding richtig stark. Ich finde den Ravenhold nicht gut genug, als dass ich den über das Competitive Spirit nehme. Zumal möchte ich die Karte eigentlich sehr gerne ausprobieren. Was wird der Schuh dann eigentlich kosten? Irgendwie, das weiß ich nicht genau, ehrlich gesagt. Die haben mir gesagt, der wird ein bisschen teurer durch diese aufwendige Bestickung. Aber ich sag mal unterm Strich so, wahrscheinlich wird er ein bisschen teurer, weil er bestickt wird. Und er wird ein bisschen billiger, weil wir 25 Stück bestellen. Also unterm Strich rechne ich einfach mal in die Tonne gesprochen. Ja, so ein Cloud9-Stuhl oder TSM, die kosten 329. Ich rechne mal mit 350 Euro. Aber wenn wir die 25 Leute zusammen haben, dann werden wir den Preis nochmal checken. I'm Legacy, ich grüße dich. Mein Follow ist, denke ich, kurz mal nach. Das ist sehr nett, Tittenbonus. Ey, Lukas, nicht 329 Euro für einen Stuhl. Für einen Basteltante-Stuhl. Ich würde auch mir für 1000 Euro einkaufen. Aber geht eben nicht. Geben mir auch für 1000 Euro keinen. Die haben gesagt, du musst 25 nehmen. Ja, so ist das leider. Aber über den Preis kann man sich ja nochmal unterhalten. Also da kann man dann ja nochmal gucken und verhandeln und was weiß ich. Aber erstmal 25 Leute zusammenkriegen. Ich glaube, das wird die höchste Hürde. Der Refreshment-Vendor, wir haben auch wieder so ein 4-Maler, 3-5er, der unterm Strich auch wieder das gleiche ist wie die Wailing Soul, so irgendwie macht nicht so wirklich was. Oasis Snapshot ist okay, ich kriege für 4-Maler 9 Stat-Punkte, nicht so gut verteilt, aber eben ordentlich viele Stat-Punkte, das Ding ist okay. Youthful Moonstar ist einfach super, ich habe wieder ein 2-Maler, 3-2er, mit einem Effekt, der mal okay ist, den können wir aber auch einfach auf 2 spielen, ohne Minion auf die Hand zurückzunehmen. Und ich sage euch ja immer, ihr solltet 7 Minions haben, die 2 kosten, nicht mehr als 3, die 7 oder mehr kosten. Wir haben jetzt hier 1, ja, der zählt nicht so richtig, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja. Die zählen aber auch nicht so richtig, weil die will ich ja auch nur auf der Hand haben, wenn ich noch ein weiteres Minion habe, um das überhaupt zu beschützen. Sonst ist das... Tristan, ich bin der Meinung, der Stuhl lohnt sich auf jeden Fall. Ich, wie gesagt, ich würde auch 1000 dafür ausgeben, sofort. Ich habe die Probe gesessen, als ich auf der Gamescom war. Und ich wurde direkt ganz kribbelig. Auf jeden Fall. Hallo Emil, ich grüße dich. Der Stuhl hier ist der Markus von Ikea. Der hat 150 Euro gekostet. Die haben jetzt bei Ikea sogar noch einen neueren, einen krasseren für 250, aber ja, ein vernünftiger Stuhl kostet halt ein paar hundert Euro, das ist leider so. Und wenn man da 12 Stunden drauf sitzt, dann... Okay, also ich möchte das Deck eigentlich auch... Ja, ist schwierig. Es ist interessant, alle Karten haben ihre Daseinsberechtigung. Maverick Seal of Champions passt hier gut ins Deck. Kann die Karte wieder rausholen. Wir haben einen Neutron, der ist okay. Aber wir haben Mech, was gut ist für den Tinkertown. Wir haben eh noch nicht viele Mechs. Um genau zu sein, nur den einen Shielded Minibot. Das ist nicht so atemberaubend. Hungry Dragon. Hungry Dragon ist prima. Wir können eventuell den killen. Das Minion, was der Gegner bekommt, mit einem 1-1er oder so, ist echt ordentlich. Ich denke, die beste Karte ist hier der Hungry Dragon. Und ich denke, ich nehme jetzt nicht den Neutron, nur weil wir einen Tinkertown Technician haben. Finde ich ganz gut. Ja. Chronisch, es tut mir leid, dass es gerade etwas länger dauert, aber jetzt ist natürlich auch gerade die Hölle los. Das muss man leider auch sagen. Also leider, ich freue mich, aber dann gehe ich natürlich auch sehr viel darauf ein, ihr wisst.
oder manche, die neu sind, wissen es noch nicht. Meine Community ist, oder die Kommunikation mit meiner Community ist mir das Wichtigste. Keine Weile, kein True Server, das ist leider korrekt. Argent Horse Rider ist okay. Ich will ihn hier auf jeden Fall nicht haben. Muklas Champion ist prima. Und Murloc Knight ist auch sehr gut. Wollen wir denn noch einen Murloc Knight haben? Das ist die Frage. Oder wollen wir einen Muklas Champion haben? Aber er hat so schwache Stats, ne? Er ist schon sehr gut. Ich glaube, ich nehme den Murloc Knight nochmal. Priestess of Illuminus ist ganz schlecht. 6 Mana, 4 HP, wird von einem 3-2er gekillt und einem Schaden. Der Effekt ist auch nicht so geil. Käse. Akolyt haben wir einen, das sind schon 2 zu viel. Und der Schild Minibot. Super. Genau, Murloc Knight ist am besten, setzt man ihn erst bei 6 Mana ein, geht natürlich nicht immer. Auf der anderen Seite muss der Gegner ihn auch erstmal dann killen, also von daher. Der Obermagier ist hier wieder unser absolutes Standardding, ne? Unser Max Mustermann, der Warhorse Trainer ist okay, So, fertig, aus. Aber der Murloc Knight, den können wir hier wieder nicht liegen lassen, so. Was soll ich dazu sagen? Der ist dann einfach zu stark, so, passt ja auch auf die Kurve irgendwie ganz gut. Wir hätten zwar gerne noch ein paar Dreier, aber passt. Nightblade ist Käse, sogar wenn das Ding 4 Mana kosten würde, sag ich ja immer, wäre das Ding schlechter als der Ogre-Magier, weil der Effekt einfach schlechter ist. Haunted Reaper ist ein super 2er Minion, wir haben aber mehr als genug, deshalb nehme ich hier auf jeden Fall den Volcanic. Murloc Knight, Emote Orito. Okay, den Cockmaster wollen wir nicht, weil der ist kein Mech. Dragonling Mechanic spricht dafür, dass der Dragonling ein Mech ist. Ironforge Rifleman spricht dafür, weil er auf 3 kommt. Geil ist der auch nicht. Der ist auch etwas unterdurchschnittlich, würde ich sagen. Ich glaube, ich nehme tatsächlich den Ironforge Rifleman. Und zwar, weil es ein 3er Minion ist. Och, Mann. Okay, also der Häusertyper wollen wir auf gar keinen Fall. Und warum? Weil wir schon so viele Zweier haben. Der Zombie-Chow ist mega gut, der Storm at Night ist ordentlich. Ich kann meistens einen 2-2er oder einen 3-2er killen. Und das Ding lebt dann noch, aber wir haben auch schon so viel auf 4, dann nehme ich lieber noch einen Zombie-Chow. Der goldene Schildkrötenmann ist noch nicht gecraftet, aber was nicht ist, kann ja noch kommen. Hallo Mikos. Okay, Repentance ist Schund, Blessing of Might ist okay, ist nicht richtig geil, aber holt meistens doch das wieder raus, was sie kostet, nämlich eine Karte. Der Draconic Crusher ist einfach super. Der Ogre ist ein bisschen besser, ich habe eben einen HP mehr. Hier kriege ich dafür einen Dragon und das Potenzial auf 9-9. Absolutes super Arena-Ding. Hört auf die Kirschelfe und seid lieb zu mir. Angry Chicken ist der größte Mist. Platz der Corsair ist, ja, ihr glaubt es nicht, okay. Ein Mana 1-2 ist natürlich der größte Rotz, aber der Effekt ist ein, ja, sagen wir mal, ähnlicher, beziehungsweise oft der gleiche wie vom Us. Ihr könnt damit eine Fiery War Axe, True Silver, die Standardwaffen kaputt machen, genauso wie es der Us auch machen würde. Ich nehme den Kobalt Guardian. Erstens mal, es ist ein Mech. Zweitens mal, es ist eine 5er-Karte, die brauchen wir. Und drittens mal, wir brauchen auf gar keinen Fall einen Bloodseer-Corsair. Okay, keine Weihe, kein True Silver, aber super konsistent. 2 Zombie-Chow, 3 Protektoren, 2 Juggler, 2 Minibots, 4 Murloc Knights, Alexstrasza hinten raus, schöne Kurve. Also auch cooles Late-Game, interessant. Aber wir haben wirklich kaum Spells, ne? Wir geben unser Bestes. Ich bin gespannt, Tucci, ob die Murlocs überrollen. Ja, wir gucken jetzt hier, das war
gutes Early Game bekommen, also so ein Zweier ist prima. Und am Käse. Job's done. Ja, hätte ja ruhig noch besser werden können. Boah, Leute, es ist so warm hier drin. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. 12-0, da ist aber einer ganz schön optimistisch. Surail, danke fürs Followen. Ja, spielen wir Dings hier, ist ja klar. Wir haben nichts auf 3, das ist eine Katastrophe. Über 4000 Follower. Also, ich meine, jetzt war zwar gerade der Bot da, aber vielen, vielen, vielen Dank dafür, Leute. Nee. Nein, ich zieh nicht mein T-Shirt aus. Dann kriege ich Ärger. Ach man. Das ist so bitter, dass wir noch nicht mal einen 3-2er oder einen 2-3er haben. Damit wäre ich ja schon zufrieden. Das ist sehr, sehr bitter. Naja. Müssen wir einen Hungry Dragon spielen und hoffen, dass wir jetzt was Gutes hier kriegen? Super. Das ist super. Confuse, Shadow, Fend und Darkbane. Zwei Epics und ein Legendary. Ich meine, zwei Karten für eine, das ist schon in Ordnung. Na, geil ist das trotzdem alles nicht, ey. Tja. Ich will den, da haben wir Potenzial nächste Runde im Arschenkommando oder so. Ja, Chicken Joe. Ja, ist overloaded, stimmt. Pass mal auf jetzt hier, Leute. Kommt unser Super Rifleman zum Einsatz. Nicht, dass das jetzt der Brecher ist, aber ich spielen wir das? Nee. Der ist mir doch zu heilig, um ihn jetzt einfach so zu verballern. Ich habe Event Nummer 55 gespielt. Mhm. Puh, zum Glück kein Taunt, das Ding können wir killen. Bin ich schon sehr amused drüber. So, und dann können wir hier noch spielen. Leider reicht es nicht für ein 1-1er, es ist aber völlig in Ordnung. Ich will den Murloc sehen. Ja, ja, ganz ruhig. Der Murloc kommt gleich zum Einsatz. Wie viel hat denn der davon? Ja. Schwierig, probierig. Müssen wir den Kobalt Guardian spielen? Gibt's ja keine andere Möglichkeit, denke ich. Ich bin der Rifleman, ja, absolut. Ich hätte Schauspieler werden sollen. Ah, ist anstrengend. Ja, ich weiß nicht.
Ja, wir haben keinen Mech, wir müssen das traden. Was ein Bums. Aber ja, ist halt so. Alexstrasza? Können wir gleich Murloc Knight und dann inspirieren. Tryman, du kriegst gleich den Murloc zu sehen. Versprochen. Whoppa! Ich habe das Gefühl, er hat ein bisschen Pipi in die Augen bekommen. Oh, Junge, Junge. Was passiert? Ist geil, gefällt mir sehr gut die Karte. Did you bring some fish? Kannst du mal den Romo grüßen? Wer ist denn der Romo? Hallo Romo, ich grüße dich. You win this one. Well played. Okay, das ging relativ gut. Kein guter Anfang, aber lief dann irgendwie doch wie von selber. Sehr lustig. Uther versus Uther. I will fight with honor. Just ja, also Turn 10, Double Murloc ist auf jeden Fall... Oh. Die Frage, will ich den Dreier haben? Ich denke, wir sind hier ein bisschen gierig. Ja, wohl, weißt du, wie man das gierig nennen kann? Ja, kann man schon ein bisschen gierig nennen. Zack. Ciao, Manny. Bis später oder bis morgen. Ah, mal gucken, was das Deck bringt. Normalerweise macht man die Haunted Creeper nicht auf, aber die Zombie-Chaws haben genau diese Aufgabe. Don't worry, loves. The cavalry's here. Ja, jetzt kommt schon wieder die nächste Superkarte her. Wir wollen den Zombie-Chaw wirklich nur einsetzen, um Gegner zu Minions zu killen. Der optimale Zombie-Chaw macht dem Gegner eigentlich keinen Schaden, sondern haut nur irgendwelche Minions kaputt. Okay. Ja, ich denke, wir spielen hier den Hungry Dragon. Der ist schon weg. Absolut perfekt. Ja, der Rifleman war gut. Stimmt, den hätte ich auch wieder memen müssen. Kann man so und so sehen, Kosu. Was würdest du zuerst ausspielen? Fairy Dragon Miniboard? Kommt auf die Klasse an, kommt ein bisschen auf Intuition an. Kann man so nicht sagen. Also, weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Ah, nee, kann man nicht sagen. Nee, das ist. Nee. Okay. Die wollen wir loswerden. So prima. Ist nicht optimal, weil er die natürlich killen kann. Aber unterm Strich ist das eine 3-Mana-Karte gewesen gegen eine 3-Mana-Karte. Das ist völlig okay. Und dann liegt der 5-6er immer noch da. Also von daher...
Wir sind auf 6 und bleiben die Murlocs, ja. Absolut. Hallo Fischjäger. Reporting for duty. Yes. Da ist er. Ja. Was denn? Reporting for duty. Crazy shit. Absolut krass, das Ding. Ja, ist echt heftig. Also. Reporting for duty. Sieh mal eine Karte. Boah, ist das krass. Oh Gott, ist das krass. Viel zu geil. Das ist einfach, das spielt sich gerade so easy. Es ist einfach viel zu gut. Ich hoffe halt einfach nur, dass er jetzt keinen True Silver hat, weil alles ja. Was will er machen, der arme Junge? Oder das arme Mädel. Ah ne, Simon G. Lolly Run, danke fürs Follow. Also wirklich mega krass. Das ist ja wirklich schon Körperverletzung. Not on my watch. Not on my watch. Brutal. Brutal. Also wirklich. Wenn dir danke fürs Followen, wirklich brutal. Ist das heftig. The victory is yours. Oh man. Ja, das Deck hat Potenzial. Also Potenzial auf jeden Fall. Aber. Sind wir doch mal ehrlich, wer kennt es nicht? 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0 und dann am Ende wird es 6-3, also von daher. Shield-Murloc-Kombo, ja, das ist das Shield-Murloc-Arena-Deck, das ist sehr gut, ja. Ich weiß noch gar nicht, ob wir das zu Ende spielen. Bin ziemlich müde, schon Viertel nach eins wieder, meine Güte. Paladin, Mage, Papermaker, ja, das sind immer noch sehr starke Karten. Der Paladin, weil er einfach eine super Ability hat und seit GVG Top-Karten mit Shield-Mini-Bot und sowieso True Silver und Co. Und der Mage einfach wegen den Flamestrikes auch sehr stark. The light protects me. Morgen schon im Niveau. Und danke, dass über 500 Leute zugucken, so spät am Abend. Es sind natürlich viele Camlin-Leute dabei, das ist schon klar. Freue ich mich auch sehr drüber. Käse. Totaler Käse. Also jetzt hier angreifen und den spielen wäre schlecht, weil es ist zu langsam. Ich denke, wir müssen hier so machen und den so spielen, weil wir müssen irgendwas tun. Können nicht ein 1-1er machen, das ist ein bisschen wenig. Erster Arena-Drop, Kern, Alakir oder Stall. Ich denke, ich würde Kern nehmen. So muss man 60 Packs öffnen gehen. Tryman, ich kann dir nur empfehlen, das bei mir im Stream zu machen, das bringt Glück.
This is my responsibility. Das ist schon okay. Ich hoffe, ihr kriegt jetzt nicht so irgendwas. Bertie, ich streame viel zu oft. Unterm Stream stehen ganz viele Infos. Nutzvolle und nutzlose. Könnt ihr einfach mal gucken. Ich streame jeden Tag. Normalerweise von montags bis freitags 11 Uhr bis 17, 18 Uhr und dann ab 23 Uhr wieder. Das macht aber ganz schön Ärger, der Kollege hier. Ja, machen wir so und so. Das ist das Beste, was wir machen können. Ready, Sir. Der Murloc Knight ist nur für den Paladin. Der ist so gelb. Das ist neutral, die bleiben dann so grau. Und der Murloc Knight ist nur für den Paladin. Mhm. Könnte man einen lustigen Schabernack betreiben, ne? So, Knife Juggler, 1-1er. Tryman, dankeschön fürs Followen. Bin ein bisschen. Was machen wir denn hier? Ich glaube, ehrlich gesagt, ich mach so. Das ist gut genug. Der Murloc-Mann kommt erst gleich nochmal raus. Ah, der Knight ist anfällig gegen Flamestrike. Ja, wir spielen natürlich wieder gegen Mage, deshalb müssen wir ein bisschen Geduld hier walten lassen, aber passt schon. Ab morgen. Also ich spiele tagsüber eigentlich immer sehr viel. Ich spiele Ranked, ich spiele Arena. Ich versuche es immer so 50-50 zu halten. Morgen Crossrider werden wir auf jeden Fall mal wieder ein bisschen neue Decks testen. GVG-Decks. Oh, wie doof. Vielleicht sind wir auch auf 7, das dürfen wir nicht ganz außer Acht lassen. Let me think. Das ist blöd. Ah, es ist blöd, es macht hier keinen Sinn, Knife Juggler Silver Knight zu spielen, wenn er eben so viel Stuff hat. Ich glaube, ich spiele tatsächlich mal hier nur so einen Crusher. Unheimliches Gesicht. Neue Palawaffe finde ich nicht gut, Falken. Ich wollte nicht noch einen zweiten Knife Juggler spielen. Ich wüsste nicht warum. Ich will mir wenigstens einen noch aufbewahren. Wir haben so viele coole Minions noch, wo wir den Knife Juggler mit benutzen können. Deshalb will ich den jetzt nicht verschwenden. Was hat er gemacht? Okay. Ja, das ist okay. Absolut. Ah, das ist mittelmäßig geworden. Boah, crazy shit. Das ist einfach zu gut. Ja, er tötet den Knife Juggler jetzt, aber das ist egal. Das ist egal. Der Murloc-Froschmann. Ja, nee, ich weiß nicht. Pala Murloc-Dick. Ja, Leute, ich bin für alles offen. I've got a heat gun. Tutti, 1000 Viewer hatte ich ja bisher noch nicht. Wenn das irgendwann mal passiert, dann habe ich schon gesagt, glaub, dann muss ich weinen. Boah, ist das insane. Wo bleibt denn der Dings? Der, wie heißt der? Der Bluegill Warrior, Mann, wenn man ihn mal braucht. Freeze Mage mag ich gar nicht, weil den kann man zurecht aushebeln mit Kesan-Mystik, was ich persönlich auch immer sehr gerne mache.
Tja, das Ding ist halt immer eine gefährliche Geschichte. Da braucht man nicht lange um den heißen Brei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Reporting for duty. Komm, gib mal was Gutes. Ja, Inasmile. Ich bin ja ein Pro. Wenn der Button grün wird, also ich drücke auf die Fähigkeit und wenn der Button grün wird, dann weiß ich, dass ich nichts mehr machen kann in meinem Zug. Das heißt, ich weiß, dass es kein Ansturm Murloc werden kann. Aber ich habe einen Murloc gemisst, das ist korrekt. Was aber nicht schlimm ist. Zack. Na endlich mal Old Murk. Was denkst du dir da als Gegner, wenn da sowas kommt? Wir schreiben mal eben mit dem. Shit. Oh Mann, der Arme. Das war schon krass. Wanski, ich wünsche eine gute Nacht. I will fight with honor. Justice demands retribution. Ja, das ist immer so ein bisschen blöd. Auf der einen Seite ist der Atemprotektor natürlich prima. Auf der anderen Seite, wenn man keinen Zweier bekommt, ist der Atemprotektor total schlecht. Aber wir kriegen natürlich noch einen Zombie-Schau. Nee, kriegen wir nicht. Na gut. Wir probieren es mal. Ich wollte es definitiv schreiben und dachte mir dann, nee, komm, ich habe jetzt keine Lust auf eine ewige Konversation. Tezi, danke fürs Followen. Kann mit Murloc Knights Murloc Knights spawnen? Ja, ist ein Murloc. Absolut. Die Arena muss in die Highlights. Ja, ich, wenn die was zu was führt, dann mache ich die in die Highlights. Verspreche ich euch. Curiosi, danke fürs Followen. Reporting for duty. Vor allem das Geile ist, wir haben gerade nichts Besseres, ne? Oh, shit, der ist natürlich auch sehr gut. Zu gut und das. Mech-Schamane mit Kampfrausch ist, denke ich, ordentlich. Weil ich glaube, dass der Mech-Schamane nicht mehr so geil ist, wie er war. Trinkst du gerade Bier, wenn ja welche? Das ist gut und günstig Apfelsaftbier. Das ist es. Sehr lecker. Der Jean, danke fürs Follow. Gute Nacht, Sven. Bis morgen. Ist die Frage, wie gierig sind wir jetzt hier mit unserem Murloc Knight? Ne? Das ist halt die Frage. Zombie Chow, Bone Guard Lieutenant? Nee, geht nicht. Schon Käse. Der Jumster, danke fürs Follow. Ja, ich bin nicht amused, ehrlich gesagt. Alles nicht so gut. Apfelkorn. Nee, nee. Reporting for duty.
Der Falkenfang ist jetzt ein Kodo Rider. Kodo Rider ist in der Arena schon ziemlich gut. Im Constructed weiß ich nicht. Shit. Spielen den, Inspire und spielen Zombie Chow? Nee. Wir müssen mit dem Ding das Ding hier traden. Das machen wir selbstverständlich nur mit dem Protecteur. Le Protecteur. Reporting for duty. Heftiger Shitter, Dick. Ja, im Gegensatz zu dem vorhin hat er eine Weihe, aber... Ja, ist halt scheiße. Wir können ja auch nicht zurückkommen, weil wir haben eben keine... Der ist eigentlich gut mit Inspire. Der ist blöd. Wobei die beiden sind auch wiederum ganz gut. Wenn den 2-2er killt, ist es okay, dann können wir mit dem 2-3er das ansehen, also das passt. Ja, immer die blöde Weihe, kennt man doch. Ist immer derselbe Scheiß. Wenn man die selber nicht hat. Special Delivery! Das ist natürlich cool. Es ist so süß, ne? Wenn ich anfange Arena zu spielen, dann ist auf einmal eine Ruhe im Chat, das gibt's gar nicht. What you want? Oh. Sack. Wo bleiben unsere Max? Also einer von unseren zwei oder drei Max. They all bend to my command. Das ist wirklich ein Witz vom Onkel Fritz oder vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wahnsinn. I am sorry. To battle! To battle! An Mercyful, danke fürs Followen. Das ist einfach viel zu krass. Viel zu krass. Ist das heftig. Das ist super egal. Das ist halt einfach. Wir machen jetzt wieder, drücken jetzt hier aufs Knöpfchen und dann guckt er einfach nur wieder dumm. Wir kriegen aber erstaunlich selten den Champion. Oh, ist das krass! Oh, ist das krass. The battle! Ja, es ist echt ein lustiges Deck. Oh Mann. Reporting for duty. Tja. Was macht er jetzt? Muss er den 6-4er töten?
so krass. Sechs, sieben, acht. Wir müssen einen traden. Wir haben Pech, ne? Das muss man leider schon sagen. Not on my watch. Es ist. Das Ding genommen haben, so mehrfach, ne? Ich habe ja nicht dran gezweifelt. Aber wir haben auch sehr viel gutes Early Game. Wieder, das sind Gourmet-Minions, ne? Mit Zombie-Chaub, drei Protektoren, Juggler. Das ist völlig Rille, ob wir True Silver haben oder nicht, weil einfach die Gegner eliminiert werden. Super viel Pech. Kaffa, kaffa, kaffa. Uther versus Jaina. You asked for it. I will fight with honor. Das ist jetzt zum Beispiel kein Zweier-Minion, was du haben willst. Na komm. Jetzt kriegen wir diesmal wirklich einen Zombie-Chow, oder? Läuft. Hallo Dobby. Ja, wir haben schon ein paar 12er Runs gehabt, schon klar. Wir hatten auch schon mal einen 12-0er. Okay. In der Arena bekommt man Random Packs, take it easy. Das ist ein bisschen schade, wir können nicht spielen, aber es ist so. Ja, stimmt, Kirsche. Ja, wir haben erst einmal den Murloc Champion bekommen, ne? Boah, ja, gut. Sehr gut. Hallo Zombie Natural, ich grüße dich. Speedy, wenn du die Abenteuer noch nicht hast, kauf dir für 50 Euro die beiden Abenteuer, die sind super. Mhm. Dead bringt nix. Das hat aber jetzt alles nicht viel gebracht, was er da gemacht hat. Und hier ist es jetzt passiert wieder, Leute, ne? Unser Sniper wird aktiv. Voll super. Voll super. Ich will mich überhaupt nicht beschweren. Voll gut. Well met. Hallo Nille, ich grüße dich. Ja, ist nicht schlecht. Aber was wir machen, ist jetzt auch nicht schlecht. Hallo Schrott, wie ich grüße dich, mein Schnucki. Schön, dass du wieder da bist. Oh man, ist das bitter. Was willst du dagegen machen? Was willst du dagegen machen? Doch, der Sniper ist bad, auf jeden Fall. Aber er ist. Ja, sonst würde ich ihn ja nicht nehmen. Er ist schlecht, aber er ist nicht mega Monster ultra schlecht. Er ist schlecht. Das machen wir natürlich. Den nehmen wir auf Hand.
Spielen wir wieder aus. Set is the question. Nö. Viel zu gut. Der arme Gegner, ja. Aber wie oft werden wir abgebügelt und dann heißt es die arme Tante? Ja, das ist aber doch alles schön für ihn, aber das bringt jetzt alles nicht so mega ultra viel. Das ist das Problem. Möchte ich jetzt. Er spielt sowieso einen Flamestrike, wenn er einen hat, wahrscheinlich. Von daher mache ich mal lieber einfach nur einen 1-1er. Das ist schon in Ordnung. Fancy Blue Panda, danke fürs Follow. Ja, das habe ich ja gesagt. Man gewinnt in der Arena nur zu 40% im Schnitt den Joust. Und deshalb sind die Joust-Dinger eigentlich vom Grundsatz her nicht so gut. Aber natürlich ein 1-Maler 2-3er ist super stark. Ja, okay, das ist jetzt aber schon Not. Das ist jetzt aber schon allerhöchste Not, du. Das Ding ist brutalst. Also es ist wirklich... I am sorry. Flamestrike bringt einfach mal gar nichts. Mein Name ist Pinkman, danke fürs Followen. Das ist einfach viel zu krass. Vielen Dank, Sensation, für deine Spende. Danke, danke. Ja, wir können nicht gewinnen. Das ist so krass. Aber wir können vielleicht schon gewinnen. Warte mal. Trade, Murloc Knight, Ping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Supporting for duty. I will move. Scheiße, Aspect ist ja wirklich unverschämt. Tja, Schrottwichtler, guck mal, ich habe die Alerts nämlich jetzt eingebaut. Und ich bin noch, es wird noch besser. Ich werde noch Sounds einfügen und so weiter. Aber jetzt, ne, wollen wir mal Piano machen. Jetzt habe ich schon erstmal die Sounds eingefügt und das ist schon gut genug. Ja, läuft. Doch, ich schäme mich auf jeden Fall, Greenwood. Doch, auf jeden Fall, ich schäme mich. Das Deck ist wirklich krass. Das ist auch, aber wie gesagt, wie oft hat man von 6-0 irgendwie so 6-3 am Ende? Deshalb. So spät, wir müssen noch bald Feierabend machen. Das tut mir leid, ja, aber ich glaube, das muss bald sein. Kann ich mit müde. Aber morgen geht's dann natürlich weiter mit dem coolen Deck. Viel Mana ist zu teuer, braucht man nicht. Danny Smith, 4 nach 9. Danke fürs Follow. Well met. Well met. Perfekter Anfang. Shit. Nee, wir machen so. Haben wir sehr gute Chancen, zwei Karten zu bekommen. Was mir gut gefallen würde. Schamanenjäger oder Schurke in der Arena. Ich glaube, ich einen Schamanen nehmen. Peter Panda, ich wünsche dir gute Nacht und bis bald, sag ich mal.
Alkoholkämmer ist halt eine brutale Karte. Sehr, sehr, sehr gut. Ja, ist okay. Mir tut mir überhaupt nicht leid, Phil. Endlich haben wir auch mal ein cooles Deck. Also ein lustiges Deck. Naja. Scheiße ist. Ich spiele jetzt den. Und der hat ja noch 4-1. Voll doof. Können nichts Besseres machen. Ready, Sir. Rifleman war jetzt schon mehrfach gut, ne? Muss man ehrlich sagen. Ja, Cockhammer ist viel zu gut. Cockhammer viel zu gut. Viel zu gut. Tja. Das muss man machen. Ja, die Armee wartet schon. Ja, das ist aber ein trügerisches Warten, weil... Tja. Also mir wäre sehr lieb, er... Ja, das ist... Ja, ich glaube, das ist ein gutes Deck, was er da hat. Fast so cool wie Taha. Danke fürs Follow. Hallo dazu. Tja. Das ist nicht geil. Shit. Ich sehe keine andere Möglichkeit. Oh, kommt dann. Fetter Shit. Warum den 6-6er und nicht einen Murloc rausholen? Weil ich die Hoffnung hatte, dass er mit dem 6-6er mit beiden traden muss. Dankeschön, Lucila, fürs Follow. Warum musst du 25... Achso, von den Stühlen dazu? Ja, weil ich die ja komplett mit meinem Design machen möchte. Mit Bestickung und so, halt wie so ein Cloud 9, nur halt von Basteltante. Oh, oh, oh. Ja, das werden wir nicht mehr gewinnen, das Spiel. Dreckskacke. Tja, ist schön und gut mit dem Murloc, nice, aber... Mit so, ja gut, mit True Silver, Weihe, Yeti, Azure Drake, das, der hat auch nur Gourmet-Karten, ne? Cockhammer, viel zu gut. Der Cockhammer war sehr gut. Tja. The victory is yours. Aber nichts zu machen. Thank you. Nur mal kurz eben warten, dass wir nicht wieder gegen die gleichen spielen. So. Uther versus Gul'dan. Your soul shall be mine.
Ja, ich glaube, wir kamen ganz gut aus den Startlöchern. Problem war wirklich der Cockhammer. Der hat uns massiv zurückgeworfen. Knife Juggler ist super. Rest wollen wir nicht haben. Miles, ich wünsche dir eine gute Nacht und sag mal bis morgen. Touch My Vagina, auch dir gute Nacht. Bis bald. Sehr gut. Den auf 1, den auf 2. Irgendwie so. Schauen wir mal. Ja, Bailo, ich bin noch nicht so ganz sicher. Wir wollen erstmal einen 7er Run erreichen und dann stecken wir uns größere Ziele. Der goldene Paladin, den kann ich hiermit nicht erreichen. Den kann man nur, wenn man Ranked spielt, bekommen. Mir fehlen, glaube ich, noch 70. Mekos, gute Nacht. I wonder. Wer von euch muss morgen nicht arbeiten, hat ab morgen, ab heute 2 Wochen frei. Schisselbob, ich glaube, du machst dich gerade überhaupt nicht beliebt. So überhaupt nicht. Schon 1:45, Leute. Bin schon wieder hoffnungslos am Überziehen. Das ist genau das. Wie ich das mag. So muss das laufen. Und jetzt sind wir halt massiv vorne. Ich hasse euch sehr, sehr nett. Wenn die Gegner besser, je mehr Wins man hat. Man spielt gegen Gegner mit ähnlichen Stats. Das heißt, wenn wir 5-0 stehen, dann spielen wir auch gegen Gegner, die ungefähr 5-0 stehen. Kann sein, dass die 4-1 haben oder 6-1 oder so. Aber vom Grundsatz her, ja. Na gut, das hat er erwartet. Da konnte er jetzt nicht erwarten, dass du Gott weißt, was passiert. This is my responsibility. Das ist super. Wenn wir einen 4-3er Knife Juggler bekommen und gleich so ein Typ, bin ich damit sehr zufrieden. Jodiro, warum musst du die Nacht durchmachen? Guck mal, der Überwelt hat auch Urlaub, also. Er tötet tatsächlich den Dings und nicht den Dings? Ich hätte den Knife Juggler gekillt, aber der meint. Wir müssen ein bisschen offen jetzt. I am sorry. Ey, Kanto, ich wünsche dir auch eine gute Nacht und sag mal bis morgen. Oh, oh, das Deck ist gut. Ein teures Unterfangen insgesamt. Reporting for duty. Herr River King, ich habe mein Studium terminiert im Juni. Erfolgreich. Mein Masterstudium. Und ich habe dann im Mai angefangen zu streamen. Ich streame erst seit 13 Wochen und einfach geil. Locked and loaded. Und ja, da es also sehr gut läuft, besteht wirklich die Chance, dass ich das Vollzeit machen werde. Ist die Schulaktion einmalig? Jein. Also, die ist nicht einmalig in dem Sinne, aber bis Weihnachten werde ich nicht mehr warten, mir einen Stuhl zu kaufen. Deshalb wird wahrscheinlich die Leute-Sammelaktion irgendwann zu Ende sein, sagen wir es mal so. Mhm. Also eigentlich möchte ich ihm einfach 8 Schaden machen und einen Draconid-Pressure spielen. Dann soll er mal gucken. Verdammt. Hallo Gunner. Engaging TC-130 Mental Dislocator. Die Gefahr besteht immer, das ist halt leider so. Nicht schlecht.
Ja, Paper Maker, du musst schon viel spielen, ja, das ist schon wichtig. Keine Ahnung, ich habe erst immer am Anfang relativ, also eigentlich immer nur morgens gestreamt und dann halt auch mal ab und zu abends und mittlerweile streame ich eigentlich sehr viel, sehr oft und ja. Keine Ahnung, ich kann ja auch nicht mehr sagen, als dass es hervorragend läuft. Und macht halt auch super Spaß, vielleicht ist es auch nicht gerade unerheblich dafür. Ich weiß, er hat 22 Schaden, ja, was soll ich machen? Kann ich machen. Also gewinnen, wenn ich jetzt anfange, hier den neuen 9er zu traden, wird das nichts mehr. So, jetzt wird's 9, 15, 19. Das gibt's doch gar nicht, oder? Gott! 9, 15, 18, 22, 24. Ich glaube, ich trade den, den. Und verhindere dann auf jeden Fall, dass er eine Karte zieht, vielleicht. Tja, shit. Der Raven! Raven, ich hab dich schon vermisst. Wo warst du? Du warst im Urlaub. Wie lange warst du denn im Urlaub? Ich hab dich nämlich schon vermisst. Hab schon zu meinen Mods gesagt, wo ist der? Der Raven, der war schon lange nicht mehr da. Ohne Scheiß. Basiscamp müssen wir auf jeden Fall noch holen, bevor es ins Bettchen geht. Denke ich mal. Ah, daher weht der Wind, lieber Raven. Na gut. Es ist nicht die Karte, die wir für den Zombie-Chow brauchen. Auf der anderen Seite macht die natürlich schon Dampf, ne? Nee. Hm, ist okay. Stimmt, das war das erste Spiel, das wir nicht durch, wow, durch Murlocs gewonnen haben. Ja, Raven, mach das mal. Dann wird das auch schneller was mit dem mit den neuen Emotes. Gibt ja bald zwei neue Emotes. Und eins ist schon fertig. Arcane Missiles. So, echt in Ordnung. Ist völlig in Ordnung.
könnte einfach den Lanzenmann spielen und dann. Aber eigentlich will ich das nicht. Shit. Schwierig, popierig. Ich will erstmal die Missiles und gucken, was passiert. Ja, mega geil, oder? Also? Was habe ich in 3 Wochen alles verpasst? Ich sag ja immer, wenn ich jetzt sagen würde, nix wäre doof, dann würde ich, aber... Was ist das? Oh, ist das crazy. Einmal treffen wird er wohl, oder? Er trifft natürlich zweimal, oder? Ist doch klar, oder? Ja, natürlich, das sind zweimal. Ist das asozial. Wir befinden uns auf Turn 4, meine Damen und Herren. Das bedeutet, wir sind... So weit vom Flamestrike entfernt wie der Papst vom Puff. Wenn ich das mal etwas salopp formulieren darf. Ich würde sagen, wir nageln ihn einfach wieder brutalst nieder. Das sind jetzt gleich wieder 10 Schaden. Es läuft halt einfach. Ja, mit so einem Käse wird das auf jeden Fall nix. Na, Raven, kommst gerade richtig. Er hat eine OP-Deck gebaut. Ja, das ist schon ziemlich gut, das Deck. Das muss man leider so sagen. Ey! Stop poking me. Was ist das denn? Hat hier überhaupt nicht geklappt. Der beste neutrale 3-Mana-Arena-Drop ist der Spider-Tank. Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Was ist mit meinen Streams halt, Neodiro? Die sind nicht arbeitnehmerfreundlich, das stimmt. I am sorry. Krass. Einfach wieder abgebügelt. In Runde 5. Well played. Sind also 6. I wonder. Mega krass. Mega asozial. Warum ich das Device Shield auf den gebufften Jungler, wenn ich eigentlich die 5 Schaden machen wollte und den einen nehmen wollte zum, Damage machen. Einen zum Trade End, zum Damage machen. Jetzt hatten die beiden aber so gut getroffen, dass ich dann doch die kleinen genommen habe, aber ich wollte eben auf Nummer sicher gehen. Schnuckis.